Hallo und willkommen bei Game Over Brettspiele. Für dieses Video habe ich mir ein extra schwieriges Projekt vorgenommen, denn ich werde die beiden fetten Brecher, Gloomhaven, die Pranken des Löwen und Descent, Legenden der Finsternis, miteinander vergleichen. Aktuell spiele ich ja die Kampagne Gloomhaven, Pranken des Löwens mit meiner festen Runde und da haben wir richtig Spaß dran und ja, Descent habe ich jetzt auch angefangen und da dachte ich, ja, jetzt bin ich so drin in den beiden Spielen, da bietet es sich einfach mal an, die beiden Teile gegeneinander auf den Prüfstand zu stellen. Wir klären aber erstmal die wichtigste Frage vorab. Ja, 700 Gramm Gewichtsdifferenz. Wir schauen uns mal die Preisdifferenz an, denn die Gloomhaven kriegt der UVP so zwischen 50 und 60 Euro und Descent schlägt dann mit dem Dreifachen zu, nämlich UVP, ich meine so 150 bis 170 in der Range kriegt man das Spiel. Ich muss ganz ehrlich sagen, Descent hat mich vom Preis mega abgeschreckt und ich fand es immer cool, weil es unbedingt mal spielen und sowas, sah super spannend aus, aber ich habe mir gedacht, bei 170 Euro, da steige ich aus, das ist es mir jetzt nicht unbedingt wert. Und wie kommt es trotzdem hier, meine Sammlung, wie kommt es dazu, dass ich euch trotzdem den Vergleich bieten kann? Der Tom vom Brettspielpionieren hat mir dieses Exemplar gesponsert und gesagt, hier, mach ein Video dazu, ich würde mich darüber freuen, wenn du meinen kleinen Brettspielshop dann mal kurz erwähnst. Und das mache ich natürlich mit Freuden. Brettspielpioniere ist ein kleiner Online-Brettspielfachhändler, der euch mit allem rund um Brettspiele versorgt, sehr gute Preise hat und wenn ihr euch für eins der beiden Spiele interessiert, Gloomhaven, Pranken des Löwen oder Descent, Legenden der Finsternis, dann bekommt ihr das aktuell bei ihm auch zu einem sehr, sehr guten Kurs, wenn ihr mal die Preise vergleicht. Das solltet ihr natürlich immer vorher machen, wenn ihr einkauft. Das ist ja, steht ja außer Frage, ihr seid ja alle erwachsen. Und ja, würde mich super freuen, wenn ihr bei dem Shop mal vorbeischaut. Denn er hat mir hier ermöglicht, für euch dieses Video aufzuziehen, diesen Vergleich zu machen zwischen diesen beiden Schwergewichten. Den Link zu seinem Shop findet ihr selbstverständlich in der Videobeschreibung, also klickt mal drauf und schaut vorbei. Aber kommen wir zur Sache, ob der dreifache Preis von Descent auch die dreifache Menge des Spielspaß bringt bei 700 Gramm Gewichtsdifferenz und ob man das so steril sehen darf oder ob da hinter den Kulissen noch einiges weiteres ist, was man miteinander vergleichen sollte, das erzähle ich euch jetzt hier im Video. Game over. Ja, Preis- und Gewichtsdifferenz kennt ihr jetzt von den beiden Spielen. Wir fangen aber jetzt mit der ersten spielrelevanten, wobei immer noch nicht spielrelevanten, aber mit der ersten interessanten Kategorie an für euch, nämlich dem Inhalt. Was steckt in den beiden Packungen nämlich alles drin? Und wir beginnen mit den Pranken des Löwen. Wir beginnen also mit dem Inhalt von Pranken des Löwen. Die Box von Pranken des Löwen ist rappelvoll gefüllt. Also der Deckel, der geht kaum noch zu. Wenn man sich da nicht noch ein extra Inlabel für kauft, dann habt ihr hier wirklich so gut wie gar keine Luft drin. Das ist wirklich extrem dicht gefüllt. Wir schauen uns mal an, was da so alles drin ist. Ihr habt den Pranken des Löwen vergleichsweise wenig Miniaturen drin. Ich werde hier nichts spoilern über die zu eingepackten Figuren. Keine Angst, also da könnt ihr jetzt, falls ihr das Spiel habt, beruhigt weitergucken. An Miniaturen haben wir insgesamt 4 Stück drin. Dann haben wir noch ein Ringbuch drin, auf dem ihr spielt, plus ein Zusatzbuch, das ihr anlegen könnt. Ihr habt ganz viele Token drin und alle eure Gegner, alles was ihr bekämpft in diesem Spiel, das sind Standees. Und von denen habt ihr eine ganze Menge. Genauso habt ihr eine ganze Menge an Karten. Ihr habt Gegenstandskarten, die ihr kauft. Ihr habt Deckkarten, ihr habt Karten, die noch zu euren Charakteren dazukommen. Ihr habt Begegnungskarten in der Stadt, Eventkarten und. Jeder Gegner bringt sein eigenes Kartendeck mit dem ihr gegen euch kämpft. Und das füllt die Box bis zum Rand. Insgesamt kann man also zur Kategorie Inhalt sagen, Pranken des Löwen, für die Box, für den Preis, bekommt ihr eine Menge Material und eine Menge Inhalt zum Spielen. Jetzt schauen wir uns aber mal an, was Descent zu bieten hat. Ja, Descent, ich sag's wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, hat die ungleich größere Box. Aber man muss dazu sagen, es ist in gewisser Weise eine kleine Mogelpackung, was jetzt nicht so unbedingt negativ gemeint ist, wie es jetzt vielleicht klingt. Aber wenn wir mal gucken, wir können das hier einfach abheben und was da drin ist, das ist im Prinzip ja, euer Spiel. Also sind wir hier von der Boxgröße ungefähr auch wieder, ja,
bisschen mehr hat hier Destin immer noch. Aber wir sind da ungefähr wieder bei der Größe von Gloomhaven. Aber jetzt fragt ihr euch, was ist überhaupt in dieser Box drin? In dieser Box sind nämlich lediglich diese 3D-Terrain-Teile drin, die ihr braucht, um ja, die Haptik hier zu erzeugen, also das Spielfeld zu bauen. Ihr habt hier Tordurchgänge, die Tore selbst, die ihr dann aufbauen könnt. Ihr habt Bücherregale, die da drin sind. Das hat mich auch eine Stunde bis anderthalb gedauert, das alles zusammenzubauen, zusammenzustecken. Das Feld hat auch wirklich mehrere Ebenen, die ihr dann mit Treppen hochbauen könnt. Also es macht optisch richtig was her. Ihr baut euch da wirklich so eine kleine 3D-Welt auf. Und um all das zu verstauen, braucht man natürlich auch ein bisschen Platz. Deswegen ist die Verpackung so groß. Von daher ist es auch wichtig, dass das dabei ist. Sonst wird es natürlich schwierig, das alles wieder zu verstauen und das Ganze auseinanderzubauen und dann sich vor jeder Partie hinzusetzen und eine Stunde lang erstmal das Zeug wieder zusammenzustecken. Das möchte sich auch keiner antun. Deswegen hier die etwas größere Aufbewahrungsbox, wo halt wirklich das ganze 3D-Terrain-Teil-Zeugs reingeschmissen wird, damit dem Ganzen nichts passiert und das ganze andere Spiel wird hier draufgesetzt. Ja, was ist aber in dem anderen Spiel drin? Das gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Dafür stelle ich die ganzen Terrain-Teile einmal hier weg und ihr habt in das Descent im Vergleich zu Gloomhaven, ja, hier sind auch nochmal Teile für die Bodenplatten, wo man sein Spielbrett mit auslegt. Ihr habt in Descent nicht nur vier Miniaturen, sondern eine ganze Menge mehr. Ihr habt hier drei Blisterpacks, nennt man das Blisterpacks, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall eine ganze Menge mehr an Miniaturen, Charakterfiguren, aber auch die Gegner, die sind halt hier keine Standys wie im Gloomhaven. Das sind auch Miniaturen und die sollen möglichst nicht kaputt gehen und deswegen bekommen die halt ihre eigenen Einschieber, wie man es auch immer nennt, ihr eigenes Inlay, damit man die unterbringen kann und das benötigt natürlich Platz. Was haben wir bei Descent noch drin? Wir haben hier auch ein paar Karten, nicht so viele Karten wie beim Gloomhaven, weil, ich habe es eingangs nicht erwähnt, weil ich denke, das weiß jeder, aber hier für alle, die es noch nicht wissen, was Descent von Gloomhaven auch noch signifikant unterscheidet, ist die App-Anbindung und die ist bei Descent richtig ausgeprägt. Das ist, man kann sagen, es ist ein Hybridspiel, weil ihr kommt ohne die App nicht klar. Da kann ich aber gerne am Ende nochmal was zu sagen. Aber aufgrund dessen hat man natürlich nicht so viel Verwaltungsaufwand und braucht gewisse Tokens nicht oder eine gewisse Menge an Tokens nicht, weil die App das verwaltet für Stati-Veränderungen bei den Gegnern. Man braucht gewisse Karten nicht. Ihr habt zum Beispiel Verletzungskarten. Das ist alles an Karten, was ihr drin habt, diese drei Packs. Verletzungskarten, Gegenstandskarten habt ihr. Ihr habt Waffenkarten für euren Charakter, ein paar Eigenschaftskarten, Spielerübersichten. Alles ganz schön, alles was man wirklich für das auf dem Brett braucht. Den Rest, den übernimmt die App. Deswegen vermute ich mal, sind da ein paar weniger Karten drin als bei Gloomhaven Pranken des Löwen. Dann Tokens habt ihr. Ihr habt auch noch Würfel habt ihr drin. Und natürlich eure Charakterbögen und noch ein bisschen Terrain-Teil, Wasser, Lava und so weiter, was man nicht alles braucht, wenn man in einem mittelalterlichen Fantasy-Setting unterwegs ist. Also zusammengefasst, Descent ist auch eine Menge drin. Nicht so viel, wie es scheint, aber das liegt daran, dass die Terrain-Teile eine Menge Platz brauchen, dass die ziemlich sperrig sind und die dann alle in dieses diesen extra Bodeneinsatz kommen von der Verpackung und die natürlich dann einiges an Größe mit sich bringt. Wir schauen uns jetzt mal den nächsten Vergleich an der beiden Spiele und das wird die Story sein. Ja, die Story der beiden Spiele. Jeder, der schon mal Videospiele im Mittelalter-Setting gespielt hat oder auch Brettspiele, Dungeon Crawler, Mittelalter, Fantasy, dem wird hier nichts so ganz so unbekannt vorkommen. Aber nichtsdestotrotz werden wir uns ein bisschen mal diese beiden Story-Aspekte von den Spielen beleuchten und auch schauen, wie welches Spiel welche Story-Elemente transportiert. Und da beginnen wir ganz einfach mal mit, wie gerade schon zuvor, mit Pranken des Löwen. In Pranken des Löwen spielt ihr Pranken des Löwen, ein Söldnertrupp, der in Gloomhaven für Recht und Ordnung sucht, aber das natürlich auch nur für bare Münze. Und seid gerade zurückgekommen von meinem letzten Ausflug, wo ihr einen toten Schmied suchen solltet, aber den habt ihr nicht wirklich finden können und plötzlich stoßt ihr auf schaurige Ereignisse und Begebenheiten in Gloomhaven und taucht dann immer weiter ein in
dunkle Rituale, ja, Verschwörungen und so wird die Geschichte dann vorangetrieben. Klingt auf jeden Fall vielversprechend und spannend, fand ich auch. Wie wird die Spielgeschichte erzählt? Da muss man sagen, wenn ihr die Story vorantreibt, dann lest ihr immer zu Anfangs eurer Mission einen etwas längeren Text vor und zum Ende noch einen Epilog und so wird die Geschichte transportiert. Was man dazu sagen muss, die einzelnen Charaktere, die sprechen nicht miteinander, die sind relativ gesichtslos. Es gibt wohl Missionen, die speziell für manche Charaktere zugeschrieben sind, aber auch da hat man nicht wirklich Interaktion zwischen den Charakteren. Generell haben die auch keinen Namen. Den Namen, den legt ihr am Anfang fest und deswegen taucht er natürlich nirgendwo dann in der Geschichte auf. Das heißt, ja, die Charaktere fühlen sich so ein bisschen zweckmäßig an. Man weiß gar nicht so, warum sind die befreundet, was hat die zusammengeführt. Also die Truppendynamik, der Zusammenhalt, der wirkt etwas steril, aber die Geschichte, die vier durchleben, das ist relativ cool gemacht, das ist auch immer spannend gemacht. Ich für meinen Teil wollte immer wissen, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Ich wollte den Schmied finden, den haben wir dann auch gefunden, aber ich will da nicht zu viel verraten. Ja, nichtsdestotrotz, wenn man das in regelmäßigen Abständen verfolgt, dann ist es auch relativ spannend. Natürlich gewinnt das jetzt keinen Buchpreis oder sowas, aber nichtsdestotrotz, auf jeden Fall nett gemacht, aber auch ein bisschen distanziert dadurch, dass die Charaktere meiner Meinung nach nicht so sehr herauskommen. Und da würde ich auch perfekt die Überleitung zu Descent machen. Descent gewinnt auch keinen Preis für die spannendste Geschichte ever. Aber was ich bei Descent sagen muss, es gibt natürlich auch viel mehr Möglichkeiten durch die App, durch die Geschichte erzählt wird. Hier sieht es natürlich mit der Erzählweise ganz anders aus. Denn hier haben die Charaktere vorgegebene Namen, sie haben eine vorgegebene Background-Story, eine Hintergrundgeschichte und dementsprechend verhalten sie sich auch. Und die Charaktere entwickeln sich auch während der Mission. Ihr entscheidet nämlich manchmal innerhalb von Missionen, was für Tugenden ihr für eure Helden bestimmen wollt. Also ist zum Beispiel, wir haben hier diese Brünn, oder wie sie heißt, das ist das ist die Nahkämpferin in unserer Truppe und die ist so eine Adlige und da entscheidet ihr manchmal, bin ich jetzt mehr für den Adel oder bin ich mehr für das Volk und dementsprechend macht sich das auch im Laufe der Geschichte bemerkbar. Also hier habt ihr eine sehr coole, meiner Meinung nach, Charakterprogression, die Charaktere unterhalten auch sich in den Dialogen, ihr habt da auch wirklich Bilder zu den Charakteren, die dann immer aufploppen in der App, wenn die miteinander sprechen. Und die ärgern sich auch manchmal ein bisschen, drücken sich Sprüche, ist immer ganz witzig zu lesen. Generell muss man aber sagen, ist Descent etwas textlastiger als Gloomhaven. Das kann man mögen, muss man aber nicht. Es gibt Leute, die sagen bestimmt auch so viel vorlesen. Gehöre ich zum Beispiel auch dazu. Was ich nämlich ganz cool gefunden hätte, dadurch, dass es so viele Dialogoptionen gibt, dass die Geschichte auch ein bisschen, dass die vertont wurde und dann auch zum Anhören ist, so wie es zum Beispiel bei den Adventure Games ist. Aber vielleicht wird das noch in der App nachgereicht. Ich glaube es zwar nicht, vielleicht für den zweiten Akt von Descent. Muss man mal schauen. Aber generell im Vergleich zu Gloomhaven finde ich es cool, dass die Gruppe lebendiger wirkt, dadurch, dass man halt die Charaktere haben, die Brinnet, ich vergesse den Namen, der Verix, dieser Halbdrache. Und das macht halt Spaß, denen halt auch ein bisschen zuzuhören und zu gucken, wie stehen die zueinander. Und generell, wie sieht's aus mit der Story auf dem Schlachtfeld? Hier kann man, will ich nochmal zurückgehen zu Gloomhaven. Wenn ihr auf dem Schlachtfeld unterwegs seid, dann kommt ihr manchmal zu Stellen, wo ihr dann auch gewisse Textpassagen vorlesen müsst, wenn irgendwas passiert, was Story-relevant ist. Das beschränkt sich dann aber meistens auch nur auf das Ereignis und das ist relativ straightforward. Ihr könnt also jetzt nicht großartig, eure Mission erkunden, das Gebiet erkunden, wo ihr seid. Denn bei Gloomhaven seid ihr relativ knapp bemessen mit der Zeit und der Karten, die ihr habt. Da gehe ich aber später nochmal drauf ein, wenn es um die Mechanik geht. Storytechnisch sieht es bei Descent nochmal ganz anders aus. Bei Descent könnt ihr euch könnt ihr euch frei in der Gegend bewegen, die ihr gerade erkundet. Auch wie die Gegend sich zusammensetzt, das kommt auch später nochmal. Und da könnt ihr dann auch mit allen möglichen Sachen interagieren. Und es gibt auch gewisse Objekte, mit denen nur ein spezieller Charakter agieren kann, darf, soll, muss. Und das macht halt auch den Charakter gefühlt wichtiger für die Gruppe. Und es macht auch richtig Spaß, auf dem Feld rumzulaufen und zu gucken, okay, als kleines Beispiel,
wenn ihr jetzt einen Baum untersucht, dann untersucht ihr den nicht und bekommt, keine Ahnung, 2 Äpfel oder sowas, sondern wenn ihr einen Baum untersucht in Descent, dann habt ihr mehrere Optionen. Dann könnt ihr Früchte von diesem Baum pflücken. Ihr könnt Kräuter am Rand des Baumes pflücken. Oder ihr könnt den Baum hochklettern, müsst dafür aber eine Kletterprobe bestehen. Also werde ich das auch häufiger sagen, nehmt es mir nicht übel. Descent lädt viel mehr zum Erkunden ein und die Umgebung, die spielt auch ein bisschen mehr mit den Charakteren, habe ich das Gefühl. Beispielsweise macht man eine Truhe auf, dann je nachdem, welcher Charakter das aufmacht, habe ich das Gefühl, manchmal muss man eine Probe mit Stärke ablegen, wenn es ein Charakter ist, der stark ist. Manchmal wird vor allem vom Charakter Geschicklichkeit verlangt, kann aber auch am Schloss liegen. Auf jeden Fall insgesamt haben die Charaktere interagieren die mehr mit sich selbst und mit der Umgebung, wodurch die Story bei Descent etwas lebendiger wirkt, als es jetzt beispielsweise bei Gloomhaven ist. Inhaltlich, wenn man so auf den Kern zusammenpressen möchte, dann nehmen die sich nicht so viel, wobei ich sagen muss, dass ich bei Gloomhaven natürlich ein ganzes Stück weiter fortgeschritten bin in der Story als bei Descent. Von daher werde ich, wenn ich da noch weiter bin, eventuell auch in den Kommentaren nochmal einen kleinen Nachtrag verpassen, wie es da aussieht. Die nächste Kategorie, in der ich die beiden Spiele für euch vergleichen möchte, ist der Spielaufbau. Der Spielaufbau, da glänzen beide, finde ich, weil bei so kooperativen großen Brechern, da kenne ich es jedenfalls so, dass man meistens eine lange, lange Zeit daran sitzt, erstmal alles aufzubauen, das Spielbrett zurechtzumachen, jedem den Charakter zuzuteilen und so weiter, die ganzen Tokens zu sortieren. Und ich finde, beide Spiele lösen den Aufbau relativ elegant auf ihre eigene Art und Weise. Und auch hier fangen wir direkt mal mit Gloomhaven an. Das Besondere beim Aufbau von Gloomhaven ist der, dass ihr nicht erstmal euer Dungeon, euer Spielbrett zusammenstecken müsst. Nein, ihr habt einfach ein Ringbuch, das schlagt ihr auf, da packt ihr dann die Tokens drauf. Das Schöne ist, alles, was ihr dafür braucht, das steht auch dann direkt auf der Seite hier. Ihr braucht dieses Thronplättchen, diese Fallenplättchen und ihr legt dann hier und da und dorthin. Und die Gegner kommen hier, da und dorthin. Bei so und so vielen Spielern, Elite-Gegner hier, Standard-Gegner da und so weiter, abgeschlossen. Also es baut sich wirklich super fix auf, die Mission, ich glaube so 10 Minuten oder weniger brauche ich, um das aufzubauen. Wenn meine Spielrunde schon da ist und die mir helfen, brauchen wir sogar noch kürzer. Also das haben wir echt super fix erledigt. Auch alles, was zu unseren Charakteren gehört, das ist in so einem kleinen Pappbriefumschlag. Den macht man auf, nimmt sich die Karten vom letzten Mal raus. Wenn man sie gut wegsortiert hat, dann ist das ein Griff und man hat sie wieder. Also der Aufbau von Gloomhaven, Brankens Löwen, dafür, dass das so ein epischer Brecher ist, top, sehr kurz, macht Spaß. Und da hat man dann auch richtig Bock, das aus dem Regal zu ziehen, weil man weiß, die Vorbereitungszeit ist ultra kurz. Descent löst es anders, aber auch sehr elegant, auch sehr kurz und es macht auch super viel Spaß, das aufzubauen, weil es so gut wie gar keine Zeit braucht. Dennoch muss man sagen, ist es bei Descent anders, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Ihr baut nämlich nie das ganze Spielfeld sofort komplett auf, sondern das entwickelt sich, während ihr spielt. Also ihr baut sozusagen während des Spiels euer Spielfeld auf und da unterstützt euch die App. Generell fangen wir aber von vorne an mit der Charakterzuweisung. Wenn ihr euch entschieden habt, welche Charaktere mit auf die Quest gehen, ist das auch relativ schnell erledigt. Jeder kriegt einen Charakterbogen, fertig. Jeder kriegt sein Lebensrad, fertig. Das ist auch ein Griff in die Terrainbox. Und dann habt ihr noch ein bisschen Ausrüstung, aber auch das ist bei der Anzahl an Karten, wenn ihr die in kleine Plastiktütchen sortiert, ein bisschen voneinander trennt, auch echt extrem schnell erledigt. Also da Charakterzuweisung, 2-3 Minuten hat jeder seinen Charakter und ihr seid damit fertig. Ja, dieses Szenario an sich aufzubauen, wie ich schon erwähnt habe, das macht ihr während des Spiels. Die App sagt euch immer, was los ist. Zum Beispiel beginnen wir mit der ersten Mission. Da werdet ihr auch ein bisschen angeleitet. Also alles, was neu ist, das sagt euch die App auch immer. Da müsst ihr teilweise so gar nicht mehr in die Spielanleitung lesen. Es ist wie in einem Videospiel. Wenn ihr ein Videospiel ein Tutorial macht, dann wird auch immer euch der Schritt erklärt, den ihr jetzt zum Spielen braucht. Und so macht das auch die App. Also es funktioniert richtig gut. Und jetzt keine Angst, das ist immer noch genug Brettspiel meiner Meinung nach. Ich finde diesen Hybrid klasse, um das mal vorwegzunehmen. Mir macht es richtig viel Spaß mit der App, dass die das verwaltet und alles Nervige quasi ausgelagert wird und man sich wirklich aufs Brettspiel konzentrieren kann. Meiner Meinung nach. Und
Ja, das Beispiel, was ich euch genannt habe, erste Mission, sie beginnt und dann sagt das Spiel, wählt jetzt das Teil, ich glaube 16a, 16b, irgendwie sowas war es, legt es auf den Tisch, platziert hier und da einen Marker und der erste Held eurer Truppe startet hier. Bam, fertig. Das ist euer Aufbau. Dann geht's los und der erste Held, der auf dem Brett ist, kann schon mal seinen Zug machen. Und wenn dann, ja, es ist kein wirklicher Spoiler, aber ich muss ein bisschen erzählen, damit ihr euch was vorstellen könnt. Also wirklich keine Angst, das ist nicht wirklich ein Spoiler. Wenn ihr zu diesem Erkundungsmarker geht, den nehmt, dann sagt die App, aha, okay, ihr könnt über das Flussufer sehen und ihr seht das und das und das, legt die Teile hier und da und dorthin und dann erweitert sich das Gebiet. Dann kommen natürlich auch Feinde aufs Feld, die spawnen dann, also erscheinen für die, die jetzt mit den Begrifflichkeiten nicht so, im Englischen nicht so zurechtkommen, die erscheinen dann da auf dem Feld und ja, so baut sich das nach für nach auf und am Ende habt ihr meistens ein riesiges Schlachtfeld, ihr habt Gebäude, einen Turm, Torbögen, Brunnen und alles, was dazugehört und es sieht dann richtig, richtig cool aus und ja, wie gesagt, auch keine Aufbauzeit, beziehungsweise die Aufbauzeit, die versteckt sich so ein bisschen im Spiel. Aber wenn ihr was Neues entdeckt, dann macht es auch immer Spaß, das aufzubauen. Es dauert auch nie lange. Das sind auch nie 1000 Teile, die ihr da drauf packen müsst. Das sind so 3-4 Teile, die sich immer ergänzen. Und da gibt es dann erstmal spielerisch genug zu tun, bevor dann der nächste Aufbau kommt. Das ist auch sehr elegant gelöst und macht echt Spaß und fühlt sich nicht lange an, dadurch, dass sich das halt übers Spiel immer wieder so ein bisschen streckt. Kommen wir zur nächsten Vergleichskategorie von mir auserkoren, nämlich die Charakterentwicklung. Auch hier wieder starten wir mit Gloomhaven Pranken des Löwen. In Gloomhaven Pranken des Löwen habt ihr 4 verschiedene Charakterklassen. Wir haben den Rotgardisten, die Sprengmeisterin, die Leerehüterin und wir haben den Axtwerfer. Und ja, all diese Charaktere, die bringen schon ein relativ cooles Set an Karten mit denen sie sich steuern lassen. Und dieses Repertoire an Karten lässt sich noch ausbauen. Das macht ihr mit ganz klassischen Level-Ups. Wenn ihr genug Erfahrungspunkte gesammelt habt, dann erreicht euer Charakter ein neues Level und ihr schaltet mehr Karten frei, die ihr dann mit auf eure Reise in euer Abenteuer nehmen könnt. Ihr seid dabei aber immer ein bisschen limitiert auf eine gewisse Anzahl Karten, die ihr mitnehmen dürft, so 9, 10, 11 Karten. Das ist abhängig zum einen vom Charakter, den ihr spielt, und zum anderen, nur vom Charakter, den ihr spielt, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, dadurch habt ihr auch dann stärkere Karten drin, könnt neue Kombinationen, neue Synergien ausprobieren, wie die Karten dann miteinander zusammenspielen. Und das macht Spaß auf jeden Fall zu entdecken. Ein weiteres Deck, was ihr ausbauen könnt und wo ihr dann auch die Charakterprogression merkt, ist das Angriffsmodifikationsdeck. Immer wenn ihr bei Gloomhaven, Pranken des Löwen, einen Gegner angreift, dann zieht ihr eine Karte von dem Deck und schaut, wie gut war euer Treffer. Dann habt ihr zum Beispiel Werte wie plus 0, also dann macht ihr den Schaden, den ihr macht, oder ihr habt plus 1, dann macht ihr halt einen mehr, oder auch manchmal minus 1 oder noch mehr, minus 2 oder sowas, und dann macht ihr halt weniger Schaden. Manchmal habt ihr auch einen Volltreffer mal 2, dann macht ihr richtig Schaden, je nachdem, was ihr für einen Grundwert habt, oder auch einen Flop und dann, dass ihr einfach daneben haut und dann ist es mal 0, also dann macht ihr 0 Schaden. Und dieses Deck lässt sich auch modifizieren, da können dann Karten reinkommen, die euch Elemente erzeugen lassen, und mit erzeugten Elementen, da macht ihr dann nochmal andere Fähigkeiten von euren Karten. Das ist relativ cool und es macht Spaß, sowohl das Aktionskartendeck als auch das Angriffsmodifikationsdeck immer ein Stückchen weiter zu verbessern. Der Fortschritt, also jede Karte ist da Gold wert und es macht Spaß, da die reinzupacken, beziehungsweise man kann auch schlechte Karten rauspacken, also ja, das Deck dekonstruieren, um dann wirklich nur die Creme de la Creme an Angriffsboostern drin zu lassen. Und ja, das ist relativ cool. Weiterhin definiert ihr euren Charakter auch ein bisschen durch die Ausrüstung, wobei die nicht, ja, sie ist schon wichtig, aber sie gefällt nicht so schwer ins Gewicht, wie es zum Beispiel bei Descent ist, aber da komme ich gleich drauf. Wenn wir ein Abenteuer abgeschlossen haben bei Gloomhaven, dann haben wir ein bisschen Kohle gesammelt, die manche mehr, manche weniger erfahrene Gloomhaven-Spieler wissen, wovon ich rede. Und dann könnt ihr euch in der Stadtphase ein bisschen was shoppen, Helme, Waffen, Schilde und so weiter, und das geben euch dann manchmal so Aktionen, aber was da ein bisschen ernüchternd ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Rüstung habt, dann erschöpft ihr die während der Quest, wenn ihr den Effekt davon einsetzen wollt, und dann war es das. Also ihr hört jetzt nicht unbedingt dauerhaft, weil ihr sie tragt, euren Schildwert, sondern ihr habt dann vielleicht einmal einen Schildwert erhöht und ja, dann müsst ihr euch erstmal wieder ausruhen, rasten, damit ihr die irgendwann wieder neu verwenden könnt. Also ja, die Ausrüstung fühlt sich nicht so gut an wie die Aktionskarte oder das Angriffsmodifikationsdeck. Nichtsdestotrotz ist es halt ganz nett, wenn man sich hin und wieder den ein oder anderen nützlichen Gegenstand
in der Stadt gönnt und seinen Charakter damit ausstattet. Wie sieht die Charakterentwicklung bei Descent aus? In Descent bekommt ihr keine Erfahrungspunkte und steigt Level im klassischen Sinne. Nein, hier definiert ihr euren Charakter hauptsächlich über die Ausrüstung. Ausrüstung, wenn ihr die tragt, erhöhen eure Lebenspunkte. Also ihr steigt nicht auf Level 2 und habt dann anstatt 10, 12 Lebenspunkte, sondern ihr kauft euch eine dicke Ausrüstung und habt dann anstatt 10, 12 Lebenspunkte beispielsweise. Und genauso sieht es auch aus mit den Waffen. Das Coole ist, die Waffen bringen auch andere Fertigkeiten mit. Also all das, was Gloomhaven über diese Aktionskarten macht, macht Descent über die Ausrüstung. Das heißt, je nachdem wie ihr euch ausrüstet, gestaltet ihr euren Charakter anders, stärker, stimmt euch ab in der Gruppe, guckt, was ihr gerade braucht fürs Abenteuer und ja, so funktioniert das Ganze. Ihr könnt dabei auch, was ich sehr cool finde, in der Stadtphase eure Ausrüstung aufwerten, schmieden, dann dreht ihr die Karte um, wenn ihr die auf die verbesserte Seite gepimpt habt. Ihr könnt ja Ausrüstung auch spontan finden, also das Spiel lädt wirklich zum Erforschen, zum Erkunden ein und das macht auf jeden Fall wirklich den Reiz aus und es ist auch immer Zufall. Also ich habe das erste Szenario auf jeden Fall mehrmals gespielt und ich kann euch verraten, es ist nie gleich. Die Sachen, die ihr findet, anders. Bei jedem Durchgang. Die Gegner, die spawnen, auch anders. Und mit einem Kumpel hatten wir einen Durchgang, da haben wir irgendeine Schattenrüstung gefunden. Und bei einem anderen Durchgang, wo ich das mit anderen Leuten dann mal getestet habe, da haben wir dann plötzlich eine Waffe für den Charakter gefunden. Also ist dann auch immer spannend, was bekommt man. Klar, es ist ein bisschen zufälliger. Hier lässt sich das Ganze planen. Ihr plant, was für Karten nehmt ihr mit, was für Karten könnt ihr bekommen. Hier seid ihr ein bisschen vom Zufall davon abhängig. Aber ich finde, dafür freut man sich hier umso mehr, wenn man was Cooles gefunden hat, was der Gruppe oder dem Charakter im Speziellen nützlich sein kann. Was bekommt ihr hier noch? Ihr bekommt auch Fähigkeitskarten. Wenn ihr die erste Mission abgeschlossen habt, dann bekommt ihr eure ersten Fähigkeiten und Fähigkeiten geben euch wieder eine Option, euren Charakter zu entwickeln, ihn spezieller zu machen, dass er halt gewisse Eigenschaften mitbringt, die euch dann in gewissen Situationen wiederum nützlich sind. Die könnt ihr dann aktivieren, aber da komme ich dann später drauf, wenn wir die Mechaniken miteinander vergleichen. Und das ist auch das Stichwort für meine nächste Vergleichskategorie, nämlich die Mechanik. Und auch hier, wie immer, wir starten mit Gloomhaven, Brankens Löwen. Und die Mechanik funktioniert wie folgt. In Gloomhaven, ich habe es schon erzählt, ihr habt euer Kartendeck mit den 9, 10, 11 Karten, Aktionskarten. Und immer wenn ihr dran seid, beziehungsweise eure Gruppe dran seid, ihr entscheidet immer gemeinsam, was ihr macht. Dürft euch aber nicht absprechen, da komme ich gleich nochmal drauf. Und dann wählt ihr zwei Karten aus und spielt die erstmal verdeckt. Ja, wie sehen diese Karten aus? Diese zwei Karten, die ihr spielt, die haben alle Karten, Aktionskarten, die ihr spielen könnt, haben eine obere Seite und eine untere Seite, auf der genau steht, was ihr machen könnt. Da steht zum Beispiel drauf, mach einen Fernkampfangriff über zwei Felder und wähl danach noch ein anderes Ziel aus oder mach einen Schlag und wenn du jetzt noch ein Feuerelement verbrauchst, dann triffst du noch den Gegner nebendran oder zieh den Gegner an dich ran, drück den Gegner an dich von dir weg. Und so weiter. Ihr könnt dann auch, manche Karten sagen dann auch laufe 3 Schritte, springe 5 Felder und so weiter. Und mit dieser Kombination an Karten, die ihr spielt, könnt ihr dann entscheiden, was ihr macht. Wichtig dabei ist aber, jede Karte hat einen Initiativewert. Das heißt, wenn eure Gruppe sich jetzt, ihr könnt euch ein bisschen absprechen, was ihr machen wollt, ihr dürft vage darüber sprechen, so steht es in der Anleitung. Ihr dürft aber nicht über konkrete Zahlenwerte sprechen. Ihr dürft nicht sagen, hier, ich füge dem 3 Schaden zu und meine Initiative ist 16. Sondern ihr könnt sagen, ich bin relativ fix dran in diesem Zug, ich versuch's mal, das und das zu machen, so grob. Ne? Ich hau den Gegner da weg, ich greife den an oder ich ziehe den an mich ran oder sowas. Aber ihr dürft nicht sagen, wie schnell ihr exakt seid. Und das ist dann auch immer die große Spannung, wenn das Ganze aufgelöst wird. Also ihr sucht also eure zwei Karten aus, die ihr macht. Überlegt so den Plan, okay, ich mache von der Karte das obere und von der zweiten Karte mache ich das untere. Weil ihr könnt von jeder Karte immer nur eine Sache machen. Und dann spielt ihr die zwei Karten aus. Dann werden die zwei Karten umgedeckt und die oberste Karte die bestimmt, wie schnell die agiert in diesem Zug, auch im Verhältnis zu den Gegnern. Gegner haben dann auch nochmal ihr eigenes Kartendeck, wo man eine Karte zieht und dann wird auch bestimmt, wann die Gegner, in welcher Reihenfolge die dann abgehandelt werden.
Und das ist dann spannend, weil wenn ihr jetzt feststellt, oh, mein Initiativewert, der ist ja langsamer als der von meinem Mitspieler, dann habe ich ein Problem, weil dann muss der ja erst sein Zeugs machen und dann kann ich vielleicht den Gegner jetzt nicht angreifen, der vorher weggehauen werden muss, damit mein Mitspieler da sein Ding machen kann. Und ja, das macht es immer so reizvoll, kann aber auch einem den Plan ganz schön verhageln. Also viele sagen ja auch, Gloomhaven wäre so durchrechenbar, so mega ultra strategisch oder taktisch, wie auch immer. Stimme ich nicht 100% zu. Auch hier sind ganz klare Glückselemente dabei. Allein schon die Auswahl, wenn ich mit meiner Gruppe spiele und meine Karte lege und mein Initiativwert passt einfach gerade nicht zu dem, was die anderen gelegt haben, dann ja, bin ich relativ gekniffen. Und auch wenn der Gegner, die können mal super schnell dran sein und einem auch das versauen, was man machen wollte, manchmal sind die auch ganz am Ende dran. Also das ist auch nie wirklich so, ja, so richtig einschätzbar. Und das ist das eine. Und das andere Glückselement ist natürlich eure Angriffsmodifikationsdeck. Klar, ihr könnt da so ein bisschen gegen die Wahrscheinlichkeiten arbeiten, indem ihr das dann im Laufe der Kampagne optimiert, aber das ist auch eher ein schleichender Prozess. Und wenn ihr eine Karte zieht und ihr habt den geilsten Plan überhaupt, habt gerade richtig viel Schaden zusammengesammelt und ihr zieht dann einfach eine mal Null-Karte und verfehlt den Gegner, dann hat das halt auch nichts mit absoluter Durchrechenbarkeit zu tun. Dann ist das einfach Pech. Dann ist das so, als ob ich mit dem Würfel einfach eine schlechte Zahl gewürfelt habe. Und dennoch fühlt sich Gloomhaven Pranken des Löwen sehr taktisch an. Das muss man sagen. Also es fühlt sich taktisch an als so ein Standard-Crawler mit Würfeln, aber dennoch, was ich ganz klar sagen muss, da sind natürlich auch Glückselemente dabei. Und es ist nicht 100% durchrechenbar. Also manchmal muss man da auch sich so ein bisschen auf die Gruppe einfach, ja, oder auf das Schicksal der Karten verlassen können. Ja, und so funktioniert es auch zusammengefasst. Also ihr spielt zwei Karten aus und könnt dann immer eine Aktion wählen. Wichtig dabei ist halt, ihr könnt euch noch umentscheiden. Ihr habt ja dann, wenn ihr die Karten umdreht, das sind zwei Stück, die ihr da gespielt habt, dann könnt ihr, auch wenn ihr vorhattet, von der einen Karte das obere zu machen und von der anderen das untere, könnt ihr umdisponieren, wenn die Situation absolut nicht mehr Sinn macht, dass ihr das so, wie ihr geplant habt, ausführt. Dann könnt ihr auch von der Karte, wo ihr sagt, okay, ich wollte eigentlich die untere machen, die obere machen, müsst dann aber natürlich folgerichtig von der anderen Karte nicht mehr die obere machen, sondern auch die untere Aktion. Ne? Also wenn er von der einen Karte das obere wählt, was er macht, müsste bei der anderen das untere wählen. Und das macht es recht spannend und da muss das ist auch spannend, wenn es dann mal fehlschlägt und man sagt, okay, dann nehme ich die andere Option, aber wie verwende ich die jetzt? Und ja, sehr, sehr cool. Was ich an der Mechanik nicht so toll finde bei Gloomhaven ist das mit dem Gold, dass das wirklich immer nur der Spieler kriegt, der da drauf steht. Am Anfang ist es noch witzig, wenn man sich das Gold wegschnappt, aber wenn die Mission dann ein bisschen schwieriger wird und der ein oder andere Spieler ja dann immer noch so auf das Gold beharrt und dem dann wichtiger ist, das Gold einzusammeln und anstatt der Gruppe zu helfen und dadurch die Kampagne, die Mission scheitert, dann ist das nur nervig, weil wenn man hier scheitert, dann darf man die Mission nochmal von vorne spielen. Also da hätte ich mir, fände ich schöner, wenn das Inventar ja entweder geteilt ist oder die Münzen am Ende irgendwie aufgeteilt wird. Aber ich glaube, ein geteiltes Inventar wäre bei Gloomhaven Pranken des Löwen ja auch gut und würde auch nichts dagegen sprechen. Eine andere Mechanik bei Gloomhaven, die auch so ein bisschen gegen das Kooperative spielt, die ich auch nicht so 100% toll finde, weil es einfach nicht dazu passt, dass wir eigentlich eine verschworene Gruppe an Söldnern sind, die zusammenarbeiten muss, um ihr Ziel zu erreichen und es wirklich auch gefährlich ist, sind diese Karten, die ihr bekommt, um ja, missionsspezifische Ziele zu erfüllen. Also ihr mischt immer so ein Deck an ja, eigenen Zielen, verteilt die und jeder kriegt zwei und dann sucht ihr euch aus, welches Ziel ihr verfolgt. Beispielsweise gab es eine Karte. Da musste man sich nur am Rand bewegen die ganze Zeit. Und das ist natürlich super nervig, wenn ein Spieler dann sich nur am Rand bewegt. Und das macht die Gruppe halt extrem schwach. Ja, oder wenn eine Karte sagt, du sammelst die meisten Münzen und dann wird nur auf die Münzen gegangen. Und ja, eigentlich mag ich so Ärgerfaktoren, aber wenn so ein Spiel 2 bis 3 Stunden dauert und man deswegen dann alles nochmal neu machen kann, wegen solcher Karten, weil irgendjemand dann die Zielerfüllung des eigenen Spiels wichtiger findet als die Erfüllung des Missionsziels, dann aber alles scheitert, dann ist das schon sehr anstrengend. Das ist für mich auf jeden Fall ein klarer Negativpunkt bei Gloomhaven.
Was bei Gloomhaven auch noch der Fall ist, das ist aber auch wieder Geschmackssache. Das finde ich wiederum aber eigentlich ganz cool, muss man aber mögen. Das Spiel arbeitet extrem mit einem extremen Zeitdruck. Also wenn ihr in der Mission seid, habt ihr nie das Gefühl, ihr könnt euch irgendwie großartig Zeit lassen und was erkunden, sondern immer wenn ihr eine Karte oder wenn ihr Karten ausspielt, dann kommt ihr auf einen Ablagestapel, sprich eure Aktionshand, die wird immer kleiner. Und wenn ihr irgendwann keine Karten mehr habt, dann müsst ihr euch ausruhen und dann verbrennt das Karten. Das heißt, ihr müsst Karten dann aus dem Spiel rausnehmen. Also ihr habt es dann für die nächste Mission wieder, aber für die aktuelle Mission ist die Karte raus. Das heißt, euer Handkartenvorrat, der schrumpft immer weiter und wenn ihr keine mehr habt, dann geht ihr K.O. und wenn alle K.O. sind, habt ihr das Spiel verloren. Das heißt, ihr versucht die Mission immer relativ schnell zu machen, relativ effizient zu machen und guckt, dass ihr mit euren Karten immer so das Beste rausholt, um die Mission so zügig wie möglich zu machen. Das löst natürlich einen Zeitdruck aus, einen Druck aus, wo ihr dann nicht sagt, ach, ich gehe jetzt nochmal zurück, hol mir die Münzen. Gut, manche machen das. Aber in der Regel braucht ihr alle eure Karten und am Ende ist es auch immer relativ knapp. Man hat es immer relativ knapp geschafft und geht dann immer mit einem Seufzer raus und sagt, puh, gerade noch so geschafft. Aber das macht dann auch Spaß. Aber manchmal möchte man vielleicht auch einfach was erkunden und die Sachen ruhiger angehen. Das funktioniert bei Gloomhaven in der Regel nicht. Wie sieht's aus bei Descent? Da werde ich jetzt direkt mal den Übergang mitnehmen. In Descent ist das Ganze alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter. Wenn gerade kein Gegner auf dem Feld ist, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Dann könnt ihr da rumlaufen, ihr könnt mit Objekten interagieren. Das ist überhaupt kein Problem. In Descent ist das Spielgefühl auf jeden Fall ein wesentlich entspannteres. Noch dazu habt ihr einen Schwierigkeitsgrad, ganz viele Schwierigkeitsgrade. Ich glaube, bis zu 4 Stück sind es, auf denen ihr spielen könnt. Ich habe es einmal habe den leichtesten ausprobiert oder war es normal? Ich glaube, normal habe ich ausprobiert und den schwierigsten. Und da wird ja immer, habe ich so gehört, gesagt, man soll auf jeden Fall den schwierigsten nehmen, alles andere wäre zu einfach. Bin dann auch auf dem schwierigsten geblieben, weil das ist auch stemmbar und anders als bei Gloomhaven, wenn man eine Mission auf gut Deutsch verkackt, dann ist man nicht raus und muss die kompletten 2 Stunden oder wie viel man da gebraucht hat nochmal wiederholen, sondern die Geschichte geht weiter. Manchmal verändert sich dann was in der Geschichte, je nachdem, ob man es geschafft hat oder nicht. Aber das finde ich relativ cool gemacht. Klar, man ist ein bisschen frustriert, aber nicht so frustriert, ich habe mich jetzt umsonst getroffen. Was heißt umsonst getroffen? Klar, man hatte natürlich seine Spaßmomente, aber ich habe mich jetzt hier getroffen und muss das Ganze nochmal neu aufbauen und das komplett sofort nochmal durchmachen. Genau das Gleiche, damit ich hier weiterkomme. Nein, hier kommt man immer weiter. Egal, ob man es schafft oder nicht. Aber man kriegt gewisse Sachen nicht. Man kriegt, die Geschichte verändert sich. Und deswegen will man natürlich trotzdem es irgendwie immer schaffen. Es fühlt sich auch nie gut an, wenn man es mal nicht geschafft hat. Vom Aktionsradius, den man hat, fühlt man sich auch bei Descent freier als bei Gloomhaven. Denn hier seid ihr nicht abhängig von den Karten, die ihr habt, sondern ihr habt einen Aktionspool. Denn wenn eure Gruppe dran ist, dann entscheidet ihr, wie ihr agieren wollt. Also ihr könnt euch absprechen, hey, mit deinem Magier mach du was zuerst oder du mit dem Heiler mach du erstmal was zuerst. Das könnt ihr euch aussuchen, da habt ihr keine festgelegte Reihenfolge. Auch die Initiativwerte beschränken euch nicht darauf, wie ihr agieren müsst. Und auch die Gegner, die funken euch nicht dazwischen. Da wird auch nicht geguckt, was für eine Initiative haben die, sondern es gibt ganz klar eine Heldenphase, in der agieren wir als Gruppe. Und es gibt eine Gegnerphase, das heißt, dann sind die Gegner dran. Das heißt, ich weiß ganz klar, wann sind wir dran. Erst machen wir alles, dann sind die Gegner dran, dann machen die alles, dann sind wieder wir dran. Und wenn ihr dran seid, habt ihr 3 Aktionen. Eine davon müsst ihr immer ausgeben für eine Bewegung. Ihr könnt natürlich auch stehen bleiben, aber eine von diesen 3 ist immer eine Bewegungsaktion, nennt sich Manöver. Jeder Charakter hat eine unterschiedliche Reichweite und da könnt ihr dann munter übers Feld spazieren. Was könnt ihr noch machen? Ihr könnt natürlich ganz klassisch Gegner angreifen. Ihr könnt mit Objekten interagieren. Das finde ich besonders spannend, weil wenn ihr Objekte neu entdeckt, dann wisst ihr nie, was die machen. Und manchmal sind auch die gleichen Objekte, bringen andere Sachen. Also so ein Bücherregal oder so ein Tisch, das gibt es manchmal ganz andere Interaktionsmöglichkeiten als bei dem anderen Tisch. Und mein Beispiel mit dem Baum bringe ich gerne hier nochmal. Also wenn ihr dann neben einem Baum seid, könnt ihr euren Charakter auf den Baum ziehen und dann habt ihr die Wahl. Wollt ihr Früchte pflücken? Ihr wisst aber nicht, was passiert. Wollt ihr vielleicht die Kräuter pflücken, die da am Rand sind? Ihr wisst nicht, was das für welche sind, was die bringen. Oder wollt ihr auf den Baum klettern? Dann müsst ihr eine Probe schaffen und je nachdem, wie die ausfällt, passieren auch andere Sachen. Und das ist relativ cool gemacht und es macht einfach Spaß,
durch die Gegend zu latschen und sich die Sachen anzugucken, zu gucken, was bieten mir die einzelnen 3D-Modelle für Interaktionsmöglichkeiten. Also es ist schon sehr cool gemacht und auch durch die App ist das sehr fix erledigt. Man muss da nicht irgendwelchen Karten nachschlagen, sondern die sagt euch natürlich sofort hier, das und das könnt ihr machen und das ist das Ergebnis davon. Und ja, finde ich sehr cool. Was könnt ihr noch machen? Ihr könnt euch bereit machen. Bereit machen ist ein sehr, sehr cooler Mechanismus in diesem Spiel. In diesem Spiel habt ihr ein Charaktertableau mit einer Fähigkeit drauf oder auch eure Waffen haben Fähigkeiten. Und jede Karte, sei es Charakterkarte oder Waffenkarte oder Eigenschaftskarte, die hat ein Limit an Erschöpfung. Erschöpfung, es sind so kleine Schweißtropfen, die ihr immer dann auf die Karten legt, wenn ihr zum Beispiel angreift und Chancen in Erfolge umwandeln wollt oder, erzähle ich gleich noch ein bisschen was zu, oder wenn ihr eure Fähigkeiten nutzt, zum Beispiel, wenn ihr einen Bogen habt, ihr schießt und dann sagt ihr, okay, ich nutze die Fähigkeit von dem Bogen, dass ich dann nochmal einen Extra-Treffer mache oder sowas, dann muss ich aber muss ich einen Erschöpfungsmarker drauflegen. Wenn ihr eine gewisse Anzahl Erschöpfungsmarker drauf habt, wenn die Karte voll ist oder so viel drauf ist, dass ihr Fähigkeiten nicht mehr nutzen könnt, ist das doof, weil wenn ihr auch zu viel drauf kriegt, dann müsst ihr das in Schaden umwandeln. Und da gibt es dann halt diese coole Möglichkeit, euch bereit zu machen. Und bereit machen bedeutet, dass ihr eine Karte umdrehen könnt, sei es eine Waffenkarte, die sind auch so in so Sleeves, die sind mitgeliefert in dem Spiel, da habt ihr zwei Karten stecken und so wechselt ihr von der einen auf die andere Waffe und immer wenn ihr eine Karte dreht, gehen alle Erschöpfungsmarker runter. Und das ist sehr cool, weil so switcht ihr auch so ein bisschen die Haltung eures Charakters. Also nehmen wir zum Beispiel den Bogenschützen, diesen Waldläuferartigen, den Elf da. Der hat zum Beispiel den Bogen und dann switcht ihr mit dem auch manchmal in den Nahkampf. Und der ist in beiden relativ stark und das macht auch Spaß, so von Fernkampf auf Nahkampf zu switchen. Und auch je nachdem, was für einem Gegner man gegenübersteht und was für eine Schwäche hat. Und das ist auch cool mit diesem Schwächesystem, weil vielen Gegnern wisst ihr die Schwäche gar nicht, die müsst ihr auch erstmal entdecken. Und das ist dann auch, das sagt euch die App dann, je nachdem, mit was für eine Waffe ihr trefft, seht ihr, ob ihr ihm viel Schaden zufügt oder nicht. Und wenn ihr mal eine Schwäche entdeckt habt, dann steht die auch dauerhaft beim Gegner. Also was die Erkundung angeht, macht das auf jeden Fall vieles, vieles richtig und es macht auch Spaß, viel zu erkunden bei diesem Spiel. Also sehr, sehr cool gemacht. Jetzt darf ich den Faden nicht verlieren, wir waren gerade bei den Aktionsmöglichkeiten. Aber im Groben wisst ihr jetzt alles, man kann da noch so ein paar Sonderfertigkeiten von zum Beispiel von so Eigenschaftskarten, die man im Laufe des Spiels hinzubekommt, da möchte ich aber auch nicht zu viel spoilern, kann man nutzen, um einfach Fertigkeiten auszulösen. Es gibt auch Fertigkeiten, die können anders ausgelöst werden, die sind passiv, das ist dann keine Aktion, aber generell sehr cool gemacht und man fühlt sich halt, wie gesagt, sehr frei. Wenn kein Gegner mehr auf dem Feld da ist, dann kann man auch erstmal erkunden. Man kann aber auch erkunden und gucken, ob man die Umgebung nutzen kann, wenn Gegner auf dem Feld sind. Als kleines Beispiel, ich hatte mal die Nahkämpferin gespielt und dann bin ich zu einem Brunnen gegangen und in dem Brunnen war eine Option Kampfschrei auslösen, da war aber kein Gegner mehr auf dem Feld. Vielleicht hätte ich das auch schon während des Kampfes nutzen können, ich weiß es nicht. Also das Spiel ist, wie gesagt, es bietet auch immer, je nachdem wer an den Brunnen geht, es sind auch andere Interaktionsmöglichkeiten, welcher Charakter, ne? Und das macht es halt echt super vielfältig und fühlt sich auf jeden Fall mehr nach Erkundung und Rollenspiel an als Gloomhaven. Aber Gloomhaven ist einfach anders. Gloomhaven ist dafür ja taktischer, das muss man schon sagen, weil der Kampf hier, das ist jetzt das Stichwort, Kampfmechanik, kommen wir jetzt drauf, das hier ist bei Descent ganz klassisch, ganz Ameritrash-mäßig mit Würfeln. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Wolf habe, der mich doof anguckt, dann gehe ich zu dem hin und will ihn hauen. Und das mache ich dann wie folgt. Ich gucke, okay, was für eine Waffe habe ich oder was für einen Angriffswürfel hat mein Charakter. Je nachdem, was ihr für einen Charakter habt, habt ihr einen andersseitigen Würfel. Und dann würfel ich mit dem Ding und gucke, okay, wie viele Sterne habe ich gewürfelt. Jeder Stern ist ein Treffer. Dann gucke ich, okay, also ich muss das nicht alles nachgucken, das macht auch viel die App für mich, aber theoretisch ist es so, ein Stern ist ein Treffer, sagen wir mal, ich habe zwei Sterne gewürfelt, dann gucke ich, wie viel Schaden macht meine Waffe, sagen wir mal, die macht drei Schaden, das heißt, ich mache 2 mal 3 Schaden, also 6, und damit attackiere ich dann. Ich aktiviere eventuell noch eine Fähigkeit, um nochmal einen Schaden draufzusetzen oder irgendwie was anderes zu machen. Und das mache ich dann, indem ich meinen Charakterkopf auf den Gegner ziehe, den ich angreifen möchte, stelle kurz ein, wie viele Treffer habe ich und dann verrechnet die App alles
auch wenn es 20% mehr Schaden gibt, 20% weniger, wie auch immer, wenn Stati im Spiel sind, das wird alles von der App gemanagt, das ist alles super komfortabel, da muss man nichts großartig rumrechnen oder irgendwelche Marker beachten, das ist alles automatisch, macht Bock, passt. Und dann kriegt der Gegner seinen Schaden. Genauso ist es andersrum, wenn der Gegner uns angreift, dann wird auch immer vorgegeben, was macht er gerade und ja, wie können wir uns verteidigen. Wir haben so einen Verteidigungswürfel, auch da, die Sternchen sind Erfolg und je nachdem, wie viele Sternchen wir haben, desto mehr verteidigen wir. Was auch stark ist, ist, manchmal haben wir Würfel, da sind dann anstatt Sternchen noch so Plusse drauf und da können wir uns überlegen, wollen wir die Treffer unbedingt haben? Dann können wir nämlich Plus in Sternchen umwandeln, indem wir Erschöpfung auf Karten legen. Können wir beliebig verteilen, um so stärker zu sein. Dann gibt es auch noch Blitze, die man würfeln kann. Das ist auch nochmal dann die Fähigkeiten, die ausgelöst werden. Also es ist natürlich, fühlt sich natürlich ein bisschen zufälliger an als bei Gloomhaven. Ich sage, es fühlt sich so an, weil auch, ich habe es ja hier betont, hier sind auch Glückselemente drin. Aber hier merkt man es einfach noch mehr durch die Würfel und durch die etwas durch die Willkür. Dafür fühlt sich dann auch ein richtig guter Treffer dann auch nochmal cooler an, sag ich mal. Und man würfelt ja auch hier nichts Negatives. Also das muss man auch mal sagen, hier trifft man eigentlich immer, wenn man zuschlägt. Bei Gloomhaven, da kann man auch nochmal das mal 0 ziehen und das ist, je nachdem, was für Karten man genutzt hat, richtig bitter, die dann erstmal weg sind. Ja, mechanisch könnte ich euch noch mehr erzählen, aber ich würde sagen, das ist erstmal so das Grobe, was ich euch hier mitgeben möchte an Vergleich und wir schauen uns die nächste Vergleichskategorie an. So, die letzte Kategorie für heute, die ich mit euch durchgehen möchte, wobei ich die hier beiden vergleichen möchte, ist eine ganz besondere Kategorie, nämlich die Kategorie App. Ja, ihr habt richtig gehört, App, das hier, da gibt es ja eine offizielle App zu, die man nehmen muss, um das Spiel überhaupt spielen zu können. Bei Gloomhaven gibt es auch eine App, die man nehmen kann, muss man nicht, um sich ein paar Sachen zu vereinfachen. Ich bin jemand, wenn es zu einem Spiel eine App gibt, die gut funktioniert, dann nehme ich die, um mir die ganze Sache etwas einfacher zu gestalten. Ich bin auch jemand, der eh uns end mit einer App spielt, zumindest mit einer Reihenfolgen-App, ne, damit man halt immer die Zugreihenfolgen-Karten nicht neu mischen muss. Wenn natürlich Leute sagt, ich lasse mir mein Mischen nicht nehmen, ich will jedes kleine bisschen mit der Hand machen und alles verwalten, bis wir überhaupt zum Spielen kommen, dann ist das eure Sache. Ich finde es sehr entspannt mit der App und deswegen habe ich mir auch gerade bei Gloomhaven, Branden des Löwen, die App geholt. Die gibt es kostenlos und die vereinfacht einem auch sehr viel und man kommt viel schneller und viel besser zum Spielen, wenn man sie nutzt. Weil es ist wirklich nur Verwaltung, was die App übernimmt. Deswegen möchte ich die beiden Apps, die es zu diesem Spiel gibt, einmal auch gegenüberstellen. Bei Gloomhaven, Pranken des Löwen, klar, es ist nichts, keine offizielle App, aber die bekommt ihr auch aus dem App Store, den es so gibt bei den ganzen Smartphones oder Tablets. Und was macht die App? Damit da ist dies richtig gut gemacht dafür, dass es nichts Offizielles ist. Ihr wählt einfach das Szenario aus, dann erscheinen schon die Gegnertypen, die in diesem Szenario auftauchen. Ihr stellt kurz die Nummern ein, die haben, das heißt, wer wann dran ist. Generell verwaltet es auch, wie viele Schadenspunkte die jetzt haben. Das heißt, ihr müsst nicht diese kleinen minzigen Schadenstoken ständig auf die Karten legen. Das könnt ihr euch schenken. Und auch das Kartendeck, das ist alles in dieser App drin. Das heißt, ihr braucht die Gegnerkarten von euch gar nicht. Und das wird dann auch immer per Zufall durchgemischt und sagt euch, welche Gegnerkarte gerade dran ist. Sehr komfortabel. Auch könnt ihr einstellen, wenn ihr Elemente erzeugt, dass diese dann erscheinen und die verblassen dann auch mit Voranschreiten der nächsten Runde automatisch. Das heißt, auch dieses komplette Element-Tableau fällt weg, braucht ihr nicht verwalten, macht die App für euch. Es ist ein Klick drauf, dann habt ihr das Element eingestellt, wenn es kommt und fertig. Also super entspannt. Kann ich nur empfehlen. Alles andere macht ihr. Also es ist, verwaltet nur, welche Gegner sind gerade noch auf dem Feld, wie viele Lebenspunkte haben die, welche Elemente sind gerade noch auf dem Feld. Und welche Stati könnt ihr auch einstellen, ne, wenn ihr die jetzt verlangsamt habt oder wenn die vergiftet sind oder was auch immer. Super komfortabel. Da könnt ihr auch schon beim Aufbau, wenn ihr wisst, ihr nehmt die App, könnt ihr schon gewisse Tableaus und Tokens weglassen, weil ihr die einfach mit der App nutzen könnt. Also sehr entspannt. Dennoch, diese App automatisiert nicht so viel. Nicht so viel, wie es die App hier tut. Aber da merkt man auch, dass es was Offizielles und das ist vermutlich auch der Grund, warum das Ganze so teuer ist im Vergleich zu Gloomhaven, Pranken des Löwen. Weil auch wenn die Box jetzt gewichtstechnisch
nicht so viel mehr ist als Gloomhaven. Der dreifache Preis ist ja schon erstmal ungewöhnlich. Ich nehme mal an, dass die Entwicklung der App schon relativ viel gekostet hat und auch hier im Preis mit drin steckt, weil die ist wirklich richtig cool gemacht. Ihr habt auch am Anfang, wenn ihr euer Abenteuer startet, eine Zwischensequenz, die dann kommt. Die ist auch vertont, auch auf Deutsch vertont tatsächlich. Leider nicht viel mehr, also nur die paar Zwischensequenzen, die sind vertont. Aber ihr habt da auch Artwork drin, Zeichnungen drin, halt die Charakterporträts, die dann kommen. Ihr habt ganz viel geschriebene Dialoge und es ist wirklich viel automatisiert. Ihr habt 3D-Objekte, die aufploppen. Ihr habt es ja schon im Video gesehen bei meinen Einblendungen. Und das Spiel, ja, wird auch durch die App halt immer vorangetrieben und die verwaltet viel mehr noch für euch als bei Gloomhaven. Beispielsweise, wenn ihr angreift, dann zieht ihr auch nur euren Kopf auf den Gegner, stellt kurz ein, wie viel Treffer ihr habt und dann wird alles verrechnet. Also ihr müsst nicht selber Rücksicht auf die Stati nehmen, auf die Gegner haben. Anders sieht es hier aus. Ihr seht ja nur, dass sie diesen Status haben, aber ihr wisst, die App rechnet das nicht automatisch für euch um. Das macht die App bei Descent auf jeden Fall. Und auch, dass ihr während des Spielens das Level aufbaut. Ihr habt eine Sichtlinienfunktion und die aktiviert ihr einfach. Also wenn ihr euch gerade unsicher seid, kann ich den Gegner sehen, kann ich auf den schießen oder nicht, dann aktiviert ihr einfach die Sichtlinienfunktion, klickt das Feld an, wo ihr gerade steht und die App sagt euch, das seht ihr und das ist außerhalb eures Sichtbereichs. Also sehr, sehr cool gemacht. Da ist die App auf jeden Fall nochmal stärker. Also es sind beide sehr gut, beide sehr zweckdienlich und ich muss aber sagen, dass die App von Descent, da merkt man halt einfach, dass da mehr Arbeit rein, oder dass das Spiel drauf ausgelegt ist. Also das merkt man schon. Und auch die Verwaltungsphase in der Stadt, auch wo die Geschichte dann häufig weitererzählt wird, wo ihr Quests, Nebenquests annehmen könnt. Hier in Gloomhaven ist es ja so, ihr macht das mit den Aufklebern, wo ihr dann immer auf die Stadt die Aufkleber draufklebt, wo ihr gerade wart, was ihr abgehakt habt. Das macht auch hier die App. Ihr habt so eine Map quasi wie in einem Videospiel, wo ihr anwählen könnt, wo ihr hingehen möchtet, wo die nächste Quest stattfinden soll, wo ihr Nebenmissionen machen könnt, Hauptmissionen machen könnt. Und wo auch Zufallsereignisse stattfinden. Also hier wird das dann auch ganz klassisch über Karten geregelt. Ihr mischt so ein bisschen, zieht eine Karte, aha, das Stadtevent findet statt. Hier, wenn ihr von Ort A nach B reist, dann passiert plötzlich was auf dem Weg und ein Event findet statt. Also das macht auch die App von euch alleine. Fühlt sich sehr thematisch an, fühlt sich sehr cool an. Vor allem, wenn man ein geiles Setup hat, das gilt aber für alle Apps, ne? Wenn man zum Beispiel noch einen Bildschirm hat und der in der Nähe des Spieltisches hängt, sodass alle drauf gucken können und ihr das quasi per App oder per Smartphone auf diesen großen Bildschirm streamt, dann hat das natürlich ein richtig geiles Flair. Klar, es gibt viele Leute, die kritisieren Apps, für die ist das Spiel nichts und das nichts mit meiner Empfehlung für die App, das muss ich ganz klar sagen. Also wer der absolute App-Gegner ist und sagt, Smartphone am Tisch geht gar nicht, dann kann man es auch nicht ändern. Ich finde aber Hybridlösungen cool und ich freue mich, was da alles noch so kommt. Wie gesagt, Aeon's End, allein diese kleine Mischfunktion im Handy, das ist es besser, als wenn ich die Gehzeit, okay, wir haben alle Charaktere durchgespielt, ich nehme den Stapel, misch ihn, lege den Stapel hin, ziehe eine Karte, aha, okay, die Person ist als nächstes dran. Da kriege ich meine App, die habe ich immer offen liegen, einmal klack, geklickt, aha, okay, fertig, der und der ist dran, geht viel schneller. Ich mag das, ich finde es cool. Es ist ja nicht so, dass man am Handy ist und Facebook oder WhatsApp liest, sondern man hat das Handy ja wirklich nur dafür da, dass es einen beim Spiel unterstützt. So sollte man es auf jeden Fall nutzen. Und von daher, das ist mein Vergleich zwischen den beiden Apps. Und jetzt mal noch ein kleines Schlusswort und dann sind wir auch schon am Ende. So, das war mein Vergleich zwischen diesen beiden Kampagnenbrechern, Gloomhaven, Pranken des Löwen und Descent, Legenden der Finsternis. Und ja, ich muss natürlich ganz offen gestehen, ich habe da vermutlich auch nur an der Oberfläche gekratzt. Ich hätte noch so viel mehr erzählen können, aber das Video geht jetzt vermutlich auch schon lang genug. Und deswegen beschränke ich mich jetzt auf die Punkte, die ich genannt habe. Wenn ihr Fragen habt, dann postet es mir gerne in die Kommentare, dann kann ich die beantworten. Und ich hoffe trotzdem, dass auch wenn ich an der Oberfläche gekratzt habe, dass das ein paar spannende Infos für euch sind. Vielleicht ein paar Vergleiche, die ihr mal sehen wolltet oder auch nicht. Das sind auf jeden Fall beide Spiele.
Ich mag beide. Ich bin zurzeit hier drin mit meiner Runde und das hier habe ich so nebenbei ausprobiert mit verschiedenen Leuten zu gucken, wie es ist, weil ich einfach auch neugierig ist, weil es so ein Riesenbrecher ist und er auch von vielen Seiten gelobt wird. Und wenn ihr mich jetzt fragt, was würde ich lieber spielen, dann ist die Frage gar nicht so leicht zu beantworten. Fangen wir erstmal mit dem sterilen Nüchternen an, den Preis. Ne? Da muss ich ganz ehrlich sagen, 170 Euro für das. Das Spiel ist geil, das Spiel sieht geil aus auf dem Feld, das macht mir super viel Spaß und aktuell bin ich heißer darauf, hier weiter zu spielen als da, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn ich hätte die 160 Euro, glaube ich, nicht bezahlt, die hätte mich einfach abgeschreckt. Ich hätte es erst gar nicht ausprobiert, muss ich gestehen, weil es ist schon eine Menge für eine Retail-Version, ohne dass man da jetzt mit Deluxe-Material gelockt wird. Schande über unser Haus. Ja, von daher auch nochmal mega, mega vielen Dank an den Brettspiel-Pionier, an den Tom. Schaut wirklich mal in seinem Laden vorbei, sehr cool. Ohne ihn hätte ich mir das Spiel nicht angeguckt, sage ich ganz ehrlich, weil mich der Preis abgeschreckt hat. Aber wenn man das mal angeguckt hat und weiß, was das alles bietet und wie geil das mit der App funktioniert, dann macht's Bock. Auch meine Freunde, die das jetzt mit mir gespielt haben, die haben gesagt, ja, geiles Ding, lass uns das weiterspielen, das macht übelst Bock. Und auch das mit der App, das hat niemand als störend empfunden, wenn man da einfach mal den Charakter gezogen hat, um anzugreifen. Also man hat sich ja dennoch auf das Spielbrett konzentriert. Da stehen ja auch die Gegner, da läuft man rum, da interagiert man ja auch mit dem Terrain und so weiter. Und auch mit seinen Karten, Fähigkeiten, Tableaus hat man genug zu tun, dass man nicht ständig da auf die App guckt. Warum sollte man auch gucken? Da schaut man kurz hin, wie viel Schaden hat man gemacht im Kampf oder was habe ich für Optionen, wenn ich mal kurz mit einem Baum interagiere oder was weiß ich was. Das hält sich alles in Grenzen und ja, super geiles Ding. Pranken des Löwen fühlt sich da etwas steriler an, etwas weniger frei, etwas weniger Erkundung. Da kriegt man eher so den Eindruck, dass es sich auf den Kampf fokussiert. Genauso sieht es aus mit dem Missionsdesign. Hier in Pranken des Löwen ist die Mission meistens die, dass man einfach alle Gegner weghaut. Auch wenn da die Abwechslung natürlich im Gegnerdesign drin steckt und im Design der eigenen Aktionskarten, die man da dazu bekommt, die einen den Charakter nochmal anders spielen lassen. Klar, coole Sache, macht Spaß. Und man muss auch sagen, das Kampfsystem ist hier natürlich deutlich tiefer als Würfel und guck, was für Treffer sind da und verrechne das so ein bisschen mit den Statusmöglichkeiten. Das ist allein das mit dieser Auswahl der Karten, zwei Stück oben, unten. Hier hat man halt dieses Switch-System, was auch ganz cool ist, aber nicht so tief ist wie das, muss man ganz klar sagen. Dennoch fühlt sich das hier einfach leichtgängiger an. Also man spielt es irgendwie unbeschwerter und man hat auch einfach Bock zu erkunden und hat auch so während den Gegnern so ein paar Verschnaufpausen. Das macht vom Spielgefühl, man fühlt sich hier vom Spielgefühl einfach nicht so eingeschnürt. Ich habe aber auf jeden Fall mit beiden Spielen Spaß und wenn ich Empfehlungen aussprechen sollte, für wen welches Spiel was ist, ja, vielleicht kann man es so differenzieren, dass man sagt, das Gloomhaven ist so ein bisschen was für jemanden, der so ein bisschen mehr Mechanik möchte, so ein bisschen trockener unterwegs ist, ein bisschen Eurogame-lastiger unterwegs ist, ja, vielleicht. Und Descent ist so ein bisschen was für den thematischeren Spieler, der halt auch die Interaktion in der Gruppe schätzt, die Charakterentwicklung ein bisschen mehr schätzt und alles so ein bisschen thematischer, RPG-lastiger, also Rollenspiel-lastiger angehen möchte, ein bisschen mehr erkunden möchte, sich ein bisschen mehr Zeit nehmen möchte und ein bisschen die Story mehr genießen möchte und auch allein die Thematik, die Atmosphäre durch dieses 3D-Feld, was man sich da aufbaut. Man kann ja schon nicht mehr von einem Spielbrett reden. Das ist ja wirklich eine kleine Landschaft, die man hier sich bastelt, auch wenn alles aus Pappe ist. Es sieht am Ende einfach geil aus und es macht Spaß, seinen Charakter da durchzubewegen und wirklich in einen Turm hineinzuschreiten, Stockwerke höher zu schreiten, dann da rauszuspringen. Also es ist echt, echt cool, echt thematisch. Das fühlt sich viel lebendiger an, als es Gloomhaven tut, das muss man sagen. Nichtsdestotrotz haben beide Spiele ihre Daseinsberechtigung und auch nochmal auf den Preis zurückzukommen, das, was ihr hier kriegt, preis-leistungstechnisch, ist der Hammer. Also für 50 Euro, teilweise sogar noch weniger, ihr habt gehört, beim Tom kostet sogar 44 oder sowas, kriegt ihr eine Menge. Und hier ist es wirklich hoch angesetzt. Das müsst ihr euch überlegen, ob es euch das wert ist. Generell, es macht
eine Menge Spaß, nur die Frage ist, seid ihr bereit, das Geld auch dafür auszugeben? Und damit möchte ich meinen Vergleich zwischen Gloomhaven und Descent abschließen und freue mich, dass ihr zugeguckt habt. Vielleicht habt ihr sogar bis zum Ende hier durchgehalten, dann auf jeden Fall Daumen hoch. Und für die, die durchgehalten haben, für die gibt es natürlich auch das Rätsel des Videos. Und das Rätsel des Videos, das blende ich euch in diese Ecke ein. Wenn ihr wisst, woher diese Figur ist, aus welchem Spiel, dann schreibt es auch gerne unter die Kommentare. Ich bin mal gespannt, ob ihr es erraten könnt. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Ciao.